Ladies and Gentlemen, bei mir ist gerade Samstag. Jay streamt Rainbow Six. Wir haben die Wohnung sauber gemacht und geputzt. Und ich dachte mir, ist vielleicht mal ein guter Moment, wo mein Arbeitszimmer gerade mal einigermaßen aufgeräumt ist, um mit euch darüber zu sprechen, was wir für ein Setup haben, welche Technik wir benutzen. Und außerdem habe ich heute sowieso ein paar Upgrades vor in meinem Büro und dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Hinter dieser Tür passiert Magisches. Ja, okay, ich meine, ihr kennt das natürlich schon ein bisschen. Ich habe ja schon Videos über unser Setup, beziehungsweise mein Setup gemacht. Hallo. Aber es hat sich seitdem einiges geändert und ich glaube, wäre vielleicht für die eine oder andere Person von euch interessant, darüber zu reden. Hier habe ich ja diesen schönen Schrank aufgebaut mit der Hilfe von Timo. Da ist ne, so ein paar kleine Sachen. Ne? Hier haben Christian und ich das Forza-Event gewonnen. Hier dritter Platz bei Timos Junggesellenabschied. Das war ein Weihnachtsgeschenk von Jules. Das hat er jedem Formel-1-Fan von uns geschickt zum Beispiel. Hier haben wir vor einiger Zeit bekommen von Alliance, weil wir jetzt über 10 Jahre mit Alliance zusammenarbeiten, unserem YouTube-Netzwerk. Aber ja, das ist quasi nur unser Hintergrund. Die Beleuchtung ist noch da, so wie sie vorher war. Will ich ja immer verbessern. Das Problem ist, Hugh hat die Lampenleisten aktualisiert und die neuen sind nicht kompatibel mit den alten. Es ist gar nicht so leicht, an die alten Verlängerungen ranzukommen. Ansonsten müsste ich quasi das ganze Ding ausbauen und neu verlegen mit den neuen Lampenleisten. Das wäre ja auch doof. Aber kommen wir zu dem hauptsächlichen Gaming-Setup. Da steht unser PC. Achso, by the way, es steht jetzt die ganze Zeit natürlich Dauerwerbesendung in der Ecke, weil einige Produkte hier gesponsert sind oder von uns selber sind. Produkte sind wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, doch, kann ich machen, falls ihr die nachkaufen wollt mit Affiliate-Links, also der ganze Zeit Dauerwerbesendung. Aber hier haben wir den Pizmeet-PC, eine etwas alte Version vom Zerficker. Oh, jetzt, ihr seht mein katastrophales Kabelmanagement jetzt. Aber das sind halt auch echt viele Kabel, muss man sagen. Aber ich möchte eigentlich, dass ihr da hinschaut. Auf dem Pizmeet-Controller, oh ja. Da sind noch die 3080 drin und ein älterer Prozessor, weil wir verkaufen den Zerficker ja mittlerweile mit 390 und neuem Prozessor und so weiter und so fort. Und hier ist die hauptsächliche Action. Das da, nicht wundern, ist ein Bild von Hanni und mir. Die beiden Kabel sind schon für das heutige Update gelegt und so habe ich die Bildschirme angeordnet. Ich bin langweilig und habe einfach nur einen schwarzen Hintergrund. Ich habe keine Lampen, wie ihr vielleicht seht, außer die Leisten, denn ihr seht mich ja jetzt hier. Ich bin so relativ gut ausgeleuchtet. Die Kamera ist auch toll, die ich da habe. Eine Lumix GH5 ist das. Mit einem speziellen Objektiv, damit dieser Bokeh-Effekt kommt. Also der Hintergrund so unscharf ist. Aber jetzt kann ich euch ja mal zeigen. Hier oben haben wir den Greenscreen. Den kann ich einfach runterziehen, wann immer es mir gefällt. Und jetzt sieht es so aus. Und der Greenscreen wird sozusagen beleuchtet von hinter dem Greenscreen. Also von den Lampen hinter im Schrank. So, und jetzt kann ich hier drücken auf Chroma Key. Und dann wird quasi alles ausgeleuchtet. Der Nachteil ist, beziehungsweise alles rausgekeyt. Der Nachteil ist, wenn mein ganzer Bildschirm vor mir komplett grün ist, werde ich selber auch grün und dadurch werden Sachen weggekeyt. Wenn ich die Sachen aber minimiere, passiert das nicht mehr. Also dann bin ich halt nicht mehr so grün. Generell arbeite ich recht viel mit dem Elgato Stream Deck. Also zum Beispiel Chroma Key an, aus. Aber auch einfach Szenen wechseln. Zum Beispiel, wenn ich hier oben auf Pre-Show gehe, dann geht die Pre-Show an von unseren Livestreams. Da ist ja das Overlay, was dynamisch von Andy programmiert wurde. Automatisch werden alle Sounds gemutet, außer der Sound von dem Video selber. Und die Sub-Sounds. Und wenn ich auf Facecam gehe, hier zum Beispiel, dann ist ja im besten Fall kein Greenscreen an. Und dann kann ich auch auf die Streambeleuchtung stellen. Die finde ich persönlich immer so ein bisschen gemütlicher. Und dann sieht das so aus. Aber jetzt hier auf Gameplay und so weiter und so fort. Hierüber kann man eine ganze Menge machen. Ich habe hier auch zum Beispiel einen 20-Minuten-Timer, 30-Minuten-Timer brauchen wir ja relativ häufig. Ich kann hier in den Greenscreen-Modus gehen. Na gut, den habe ich jetzt anders eingerichtet, da ist egal. Aber ich kann hier eine ganze Menge machen. Beleuchtung ändern, ich kann direkt Stream-Markierungen setzen, falls wir Aufnahmestreams haben, wie den Pedcast, wo ich dann direkt sehen kann,
beim Schneiden nachher, wo der Podcast angefangen hat und wo er aufgehört hat. Ich kann hier immer automatisch sehen, wie viele Zuschauer wir haben. Ich kann direkt einen Clip machen. All solche Geschichten passieren direkt über das Elgato Stream Deck. Ganz wichtig natürlich auf meinem Schreibtisch die Box für Taschentücher, falls mir die Nase läuft. Ich habe den Controller direkt per Kabel angeschlossen, weil ich mir meinen Bluetooth-Ding kaputt gemacht habe. Es gibt hier nämlich so eine Bluetooth-Erweiterung für den PC. Seht ihr da hinten liegen. Hatte ich auf dem PC stehen, habe meinen Tisch, den man hoch und runter fahren kann, zu weit runtergefahren, habe ich das Ding zerstört. Super gut von mir. Auf der rechten Seite haben wir einmal den Switch-Controller mit Ladestation, den PlayStation-Controller mit Ladestation und mein aktueller Kopfhörer. Das HyperX ist auch nicht gesponsert, habe ich selber geholt. Damit könnte ich aber in Zukunft Probleme bekommen. Wir haben außerdem einen Switch da vorne, wo ich zwischen den Eingängen hin und her schalten kann. Und da hinten sind auch die Konsolen. Die stehen hinter dem Bildschirm sozusagen. Und am allerwichtigsten ist natürlich der Bartkamm. Ich habe eine Corsair-Tastatur, die auch mal wieder sauber gemacht werden kann. Logitech-Maus. Und das ist unser Setup. Ist vielleicht auch mal für euch interessant, wir nehmen in der Regel drei Tonspuren auf. Desktop-Audio, unser Mikrofon und getrennt davon Teamspeak. Das liegt daran, dass wenn wir ein Format aufnehmen mit verschiedenen Perspektiven oder also wo wir aber alle gleichzeitig im Teamspeak sind, benutzt der Cut ausschließlich unseren Mikrofonsound und den Spielsound der einzelnen Leute, bearbeitet den nochmal nach, damit wir nicht so kacke klingen. Und nicht so krass übersteuern oder sowas. Also wir nehmen immer diese drei Tonspuren einzeln auf. Das machen wir über ein Tool, das heißt Virtual Audio Cable. Darüber kann man dem Computer quasi vorspielen, es hätte mehr Video-Soundeingänge, als er eigentlich hat. So regeln wir das. Aber es wird mal Zeit, da ein bisschen was zu ändern, meiner Meinung nach. Guck mal, hier kann ich auch so schön den Fuß hochlegen. Ah, sehr angenehm, muss ich sagen. Es wird Zeit, was zu ändern. Ich habe so ein paar Dinge, die ich gerne angehen wollen würde. Punkt 1 ist der Sound. Wir haben, wie ich gerade erklärt habe, schon viel den Cuttern gegeben, damit die da viel draus machen können. Aber der Sound ist trotzdem nicht optimal, vor allen Dingen denn auch nicht bei Livestreams. Sehr schwierig immer zu pegeln, vor allen Dingen bei unserem Sound-Equipment. Ich habe jetzt, seitdem wir PietSmiet machen, habe ich so ein Mikrofon, das geht direkt per USB in den Computer rein. Ich habe immer eins von T-Bone genommen, das ist jetzt das 450 USB. Ich hatte früher das 400 USB, glaube ich, oder so ähnlich. Und der Grund dafür ist, dass es einfach ist. Ja, wir sind 5 Leute, wo nicht alle gleich viel Ahnung von Technik und sowas haben. Und je komplizierter wir die ganze Geschichte machen, desto häufiger passieren Fehler. Und wenn ein Fehler passiert, müssen wir in der Regel alle warten. Weil wenn sobald einer diesen Fehler hat, müssen alle anderen auf den warten, weil wir das Video ja nicht alleine machen oder zu dritt, sondern in der Regel dann ja zu viert oder zu fünft. Und bei 5 Leuten passieren häufiger Fehler logischerweise als bei einer Person und dann muss man warten, warten, warten. Das heißt, wir haben bestimmte Prozesse möglichst einfach gemacht, wie einfach Mikrofon in den USB-Steckplatz ziehen, dich bei Windows pegeln und gut ist. Das hat den Nachteil natürlich, dass wir zum Beispiel, wenn wir sehr laut sind oder sehr leise sind, das 1:1 auch so übertragen wird. Das können die Cutter im Nachhinein nochmal zu einem bestimmten Bereich anpassen. Aber trotzdem ist das so eines unserer Probleme. Dann schreit jemand, ist sehr laut und dann nuschelt sich jemand was in Bart, ist sehr leise. Und das ist halt ein bisschen schwierig dann immer. Und das kann man beispielsweise durch Mischpulte lösen oder durch Kompression halt. Geht auch digital. Geht auch per Hardware und solche Geschichten. Kompression ist da das Stichwort. Haben wir aber nicht alle und ich werde das jetzt ausprobieren. Also ich persönlich werde jetzt bei meinem Setup mal ausprobieren, weg vom Direct-USB-Mikrofon hin zu was Besserem. Punkt 2 ist, dass mein Setup schon so funktioniert, dass ich Konsolen abgreifen kann. Das ist jetzt die Konsole in OBS und dass die Konsole gleichzeitig auf meinem 4K-Fernseher abgespielt wird. Das Problem ist allerdings, dann kann ich mich nicht so gut von da filmen. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt mal Folgen gesehen von Mario Kart, wo ich so komisch von der Seite zu sehen bin, damit der Greenscreen noch funktioniert. Bei sowas wie Mario Golf kann ich einfach sozusagen die OBS-Vorschau benutzen. Vollbildprojektor, dann auf den Hauptscreen. Und dann hast du den da so. Dann hast du den sozusagen nochmal ohne deine Facecam drin. Der Nachteil ist allerdings, es kommt mit einer leichten Verzögerung. Und diese Verzögerung hat man auch im Ton.
Weil wenn ich mir dann den Sound über den PC ausgeben lassen will von der PlayStation, wenn ich zum Beispiel noch mit den anderen Jungs quatsche, dann höre ich den Sound leicht versetzt zum Fernseherbild. Und das ist beides nicht so optimal. Und auch das ist etwas, was ich heute fixen möchte. Dafür drehen wir uns mal fröhlich zur Seite und sehen das heutige Upgrade-Paket. Oh, das Ding ist von meinem Orthopäden. Das ist dafür da, um hier so, ne, den Fuß zu trainieren. Ist ganz geil. Aber zurück zum eigentlichen Thema, das heutige Upgrade-Paket. Wir haben einen 4K-Bildschirm von Asus ROG. Das ist der ROG Swift PG32UQ, der mir freundlicherweise von Asus zur Verfügung gestellt wurde. Und wir haben ein Mischpult und das streamt man mittlerweile ziemlicher Standard, würde ich sagen. Das ist das GoXLR. Das gibt es auch noch in kleiner, GoXLR Mini. Aber das hat nicht so viele Eingänge und ich brauche so ziemlich jeden einzelnen dieser Ein- und Ausgänge für das, was ich vorhabe. Wir haben ein paar Kabelsachen und dann haben wir noch ein neues Mikrofon. Ein Shure SM7B. Das ist ein Mikrofon, was deutlich besser ist als das, was ich jetzt habe. Und das in Kombination mit dem Mischpult sollte einige Tonverbesserungen geben. Und das Mischpult sollte die Verzögerung von Konsole und Bild ausschließen. Und der 4K-Bildschirm sorgt dafür, dass ich direkt auch hier 4K habe. Ich könnte natürlich auch direkt einfach meine Konsole hier an diesen Bildschirm auch anschließen. Das Problem ist, die Konsole, und also PlayStation 5 unterstützt kein 1440p und der Bildschirm unterstützt kein 4K. Das heißt, ich müsste die PlayStation auf 1080p spielen. Leute, dafür hat man keine PlayStation 5, damit man Spiele in 1080p spielt. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, und freundlicherweise sieht Asus das genauso und hat mir den ROG Swift gegeben, damit ich die Konsolen dann in 4K spielen kann. Ob ich PC dann auch in 4K spielen kann? Erstmal nicht wahrscheinlich. Der PC wird wahrscheinlich weiterhin mit 1440p angeschlossen, denn es ist für so einen PC natürlich wahnsinnig schwierig, obwohl es so ein guter PC ist, Spiele in 4K zu rendern mit mindestens 60 FPS und dann auch noch aufzunehmen. Das Problem kann man dann eher mit einem 2-PC-Setup lösen. Das ist mittelfristig auch der Plan, aber soweit bin ich noch nicht. So wäre auch mal eine coole Kameraperspektive beim Stream. Das geht. Wir haben hier das XLR und da kommt rein ein optisches Kabel. Wo kommt dieses optische Kabel her? Wieso ist da vor allen Dingen hart dran? Dieses optische Kabel kommt daher, dass die Konsolen, die da hinten stehen, nochmal alle durch einen Audio-Extractor gehen. Der macht aus dem HDMI-Signal ein HDMI plus optisches Kabelsignal quasi, also optisches Audiosignal. Sodass ich ohne Verzögerung den Sound von den Konsolen direkt in dieses Mischpult bekomme. Dafür ist das da. Dann haben wir natürlich Strom. Logisch. Wow, what the fuck? Okay, krass. Dann haben wir den PC natürlich ebenfalls. Und wir haben das Mikrofon. Das Kabel ist leider zu kurz. Ich habe ein zu kurzes Kabel gekauft. Deswegen liegt das jetzt gerade richtig blöd über dem Tisch drüber. Das muss nochmal ausgebessert werden in Zukunft. Oh no. Gott, ich Vollidiot, habe das Kabel falsch rumgelegt. Ah, okay. Einmal umdrehen, bitte. Okay. Let's try that again. Wait. Hä? Was? Moment. Hä? Hab ich das schon... Wie hab ich das denn geschafft? Ich hab schon wieder falsch rumgemacht. Hä? Okay. Ist das ein magisches Trollkabel? Steck das jetzt erst ein. Dann lege ich das restliche Kabel. Okay. Hier ist soweit alles angeschlossen. Wofür ist denn dann der Rest? Das wird jetzt potenziell sehr technisch. Also so technisch jetzt auch wieder nicht. Phones, daran kommen normalerweise die Kopfhörer. So, das ist bei meinen natürlich schon nicht möglich.
denn meine Kopfhörer sind Wireless-Kopfhörer mit, und das ist ganz relevant, mit einem Dongle. Das heißt einem USB-Dongle. Das heißt, ich habe einen USB-Stick irgendwo in meinem PC drin und darüber kommt der Sound. Das heißt, die kann ich hier nicht dran anschließen. Das ist scheiße. Das geht mit Wireless-Kopfhörern, aber das geht nur mit Wireless-Kopfhörern, die eine Station haben, wo man dann per 3,5 mm Kabel die Station hiermit verbinden kann. Belastend, muss ich potenziell umsteigen? Weiß ich noch nicht. Mikrofon, da kann ich hereinstecken, unter anderem das Mikrofon, was ich gerade trage. Und dann kann ich mich frei durch die Wohnung bewegen und habe immer noch Sound im Video oder Stream. Rein theoretisch, wenn ich das mal machen möchte, aus irgendwelchen Ideen zum Beispiel, oder weil ich weiter weg bin von der Kamera und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz geil, kann ich zwischendurch aufs Klo gehen und dann könnt ihr die Spülung hören. Line-Out ist relevant, weil wenn ich mal zwei PCs haben werde, kommt darüber ein Kabel in den Gaming-PC. Das ist jetzt sehr kompliziert, aber die meisten haben ja einen Streaming-PC und einen PC für alles andere. Bei uns aufgrund unserer Aufnahmeart und Weise hätten wir einen Streamer-PC, mit dem wir alles machen. Das ist unser Haupt-PC und einen PC nur fürs Game. Dann würde von hier raus ein Kabel in den Gaming-PC gehen, worüber unser Mikrofon übertragen wird, falls wir das Mikrofon in den Spielen benötigen. Und Line-In, weiß ich noch nicht. Da habe ich mir auch mal zu Gedanken gemacht, habe ich aber gerade vergessen. Okay, probieren wir das. Ah ne, jetzt haben wir das hier. Können wir dann ja, ich glaube, so häufig muss ich da nicht dran. Weiß ich nicht, wie weit ich das wegstellen muss. Wir stellen das erstmal so dahin. Und müssen jetzt natürlich noch unser Mikrofon ändern. Dazu kommt als allererstes, und das ist ein Riesensegen, kommt dieser Popschutz weg. Der Popschutz zack Balls. Der ist riesig im Bild und ist mega versaut. Weg mit dir, du stinkst nach Kot. Und dann haben wir hier natürlich noch das Mikrofon. Das nehmen wir aus dieser Spinne. Oh, dann nehmen wir aus dieser Spinne raus. Zisch, zisch, ich bin die Ebenenspinne. Wie? Dafür dran kommt dann, und jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich auch keine Scheiße baue, das Ding. Das muss ja dann so in die Richtung ungefähr. Achso, das kann man dann. Aber in die falsche Richtung gerät. Nee, geht immer noch nicht dran. Hä? Wieso klingt das so scheiße? Ich bin gerade zu dumm, diese Situation zu verstehen, ehrlich gesagt. Da haben wir gelöst. So, aber das wirkt jetzt aber sehr klein, das Gewinde, muss ich sagen. Ja, ist viel zu klein. Okay, dann lass mich mal hier kurz gucken. Moment, ich sollte mir kurz darüber Gedanken machen, wie ich denn das Ding überhaupt benutzen möchte. Das ist ja mega lame. Also, was heißt mega lame, aber... das Kabel ist hier so ein bisschen hier, ich würde dieses Mikrofon gerne weiter drehen, aber der Anstecker dreht sich dann immer mit. Und dadurch würde ich dann, komme ich hier in Bredouille. Da habe ich dann ein Problem. Okay, aber so geht natürlich trotzdem. Ist auf jeden Fall schon mal deutlich weniger im Bild und auch weniger in meinem Sichtfeld als das Mikrofon davor. Das ist natürlich schon mal was wert. Ich weiß nur noch nicht, ob das hier so von der Positionierung optimal ist. Ich würde das gerne weiter drehen, aber das passt nicht. Okay, ja gut, damit müssen wir dann halt klarkommen. Damit kann man ja arbeiten. Okay, also neues Mikrofon haben wir dran. Funktioniert auch gut mit dem Arm und alles. Perfekt. Seht ihr das? Ey, wenn ich aufstehe, ne? Guck der Monitor. Das ist so weird. Jetzt macht. Da schon wieder. Es ist hier, ich habe hier elektromagnetische, was weiß ich was. Bei bestimmten Bewegungen flackern die Monitore. Das ist weird. Egal. Ich habe es jetzt angeschlossen, mir 1000 Tutorials nochmal angeguckt. Und das Ding ist awesome. Auf jeden Fall. Damit habe ich sehr viel mehr Kontrolle über allen möglichen Sounds. Damit kann man auch sehr viel Unfug treiben. Ist schon ziemlich nice. Das Mikrofon ist auch geil, weil es besser aussieht und so weiter. Das klingt natürlich auch geil und hat diese Kompression auch vernünftig drin, weil die wahrscheinlich eher hier durchkommt. Ich habe mal einen Soundtest gemacht. Dies ist ein Test. Dies ist ein Test. Dies ist ein Test. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Achtung, ich werde jetzt sofort schreien. Ah! Dies ist ein Test. Dies ist ein Test. Dies ist ein Test. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Achtung, ich werde sofort sehr laut schreien. Ah! Was meint ihr? Sollte ich da noch was ändern vielleicht? Ich habe außerdem drüber nachgedacht, weil das Ding ist einem ja immer noch in vollem Gesicht. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ein Setup zu nehmen, wo du ein Richtmikrofon von da vorne, von der Kamera aus, genau auf mich ausgerichtet hast. Sodass man nicht die ganze Zeit so ein Ding vorm Mund hat. Ich weiß aber noch nicht, wie das klingt. Das werde ich auch noch mal ausprobieren.
Mal gucken. Aber so, diese beiden Sachen kombiniert, sind auf jeden Fall schon mal ziemlich awesome, meiner Meinung nach. Was ich aber auf jeden Fall mit euch machen wollte, Remove Protective Film. Ups. Oh, Moment. Wait. Achso, ne, geht auch so. Okay, das ist nicht so cool, wie ich das dachte. Okay, das sollte eigentlich super befriedigend werden, war es überhaupt nicht. Gut, man kann ja erst haben. Next up, Bildschirm. So, dafür müssen wir den alten Bildschirm erstmal wegkriegen. Ich habe den PC jetzt natürlich ausgemacht, logischerweise. Okay, wie war denn das nochmal? Moment, muss ich das nicht einfach nur hochziehen? Ah ja, so war das. Oh oh. Dann stellen wir dich mal auf Seite. Wir brauchen natürlich für die Befestigung hier hinten noch das Ding, was da noch dran hängt. Wieso rutscht meine Socke runter? Was ist das hier für ein trauriges Spiel? Was haben wir denn hier? 4K Ultra HD, 144 Hertz, IPS Ultra Wide Viewing Angles, HDMI 2.1, Quantum Dot Technology und, darfst du nicht mit dem Auto gegenfahren? Ne, irgendwann mit Abgasen. HDR 600, Aura Sync, Free Sync, alles Sync. Okay, 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 okay. Peter, mach jetzt keinen Scheiß. Was ist hier? Das würde ich als erstes mir angucken. Denke mal, das war ein Ausstellungsstück oder sowas. Ach, guck mal, hier ist ein HDMI. Ne, ein DisplayPort-Kabel ist dabei. Ah ja, Strom. Was hast du für einen Stromanschluss? Ah! Die drei Dinger, okay, und ein extra Trafo dafür, alles klar, den muss ich nur anschließen. Welcome to the Elite Republic of Gamers Community. Ich gehöre jetzt zur Elite, Freunde. Das wäre ja irre, wenn der schon am Fuß geliefert wird. Was ist los, Honey? Hol jetzt einen geilen 4K-Monitor aus dieser Verpackung raus. Hast du Hilfe dabei oder geht das? I'm 6 feet tall and super strong. Nein. Nein? Ach, schade. Dieser Plan funktioniert nicht. Ich muss stärker ziehen, Honey. Ah, da hat sich was gelöst. Moment, ich will jetzt... Ja, bitte. Ist nicht, dass da irgendwas umfällt. Ja. Hier hinten haben wir Ständer. Brauchen wir aber nicht. Ey, er hat hinten das Ding schon dran. Ah, das ist ja jetzt für mein Setup nicht optimal. Dieses Monster an! Was kritzt du dir denn einen ab? Ich muss das Ding abbekommen. Man muss da irgendwas drehen. Ich glaube, ich habe ihn schon wieder zurückgebracht. Ich werde angegriffen von der Schlange! Hilfe! Sie geht halt einfach. Ich bin verwirrt. Ich kann das aus dem Büro, dass man den einmal so drehen muss und so einklacken kann. Ja, nee, ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Einkerbung. Oh! 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 Ich glaube, 32 Zoll war damals der Fernseher, den ich hatte, als ich in Köln, mit Sepp zusammen gewohnt habe. Ja, ich hatte dann 39 Zoll, das war schon nochmal größer. Ja. Das war damals der krasse Scheiß, den der ging. Uga, geschafft! Ich glaube, die Stromkabel für die Monitore habe ich bei der letzten Neuverlegung als allererstes gelegt. Das heißt, alle anderen Kabel gehen da drüber. So, mein Freund, läuft der Hase. Und der Hase sagt, sieht gut aus, passt gut rein. Finde ich nice. Du, es hat geklappt, es funktioniert, ich bin so happy. So, warte mal, maximale Helligkeitsumstellung, Öko, möchtest du den Öko-Modus bleiben? Nee. Aha. Okay. Okay, das heißt, ey, wenn du mehr Helligkeit machst, dann braucht das mehr Strom. Ergibt natürlich Sinn, aber ich brauche mehr Helligkeit. Das sieht schon besser aus. Ja, das läuft jetzt 1A. Läuft da auf meinem PC in OBS, da nativ in 4K HDR und über den Sound bekomme ich über das Soundboard. Da kann ich sogar die Lautstärke drüber einstellen, also hier über den Go XLR. Also easy to stream und ich habe die komplette Qualität, die die PlayStation 5 haben kann, vor mir. Genauso wie ich das mir wünsche. Awesome. Und dann war mal hier so ein kleines Update, ne? Mit Updates und / Upgrade. Update für euch, so diese Technik benutzen wir. Upgrade für mich, denn es ist eine neue Technik.
Von den Sachen, die wir gestellt bekommen haben, sind vor allen Dingen halt der Bildschirm und alle möglichen Elgato-Produkte. Elgato ist da super. Wenn man streamen will oder aufnehmen, Elgato ist da top. Also vielen lieben Dank euch und vielen lieben Dank euch Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr heute mir über die Schulter geschaut habt, wie ich das hier überarbeitet habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag und bis dahin, hau rein.